Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Busfahrerfans, herzlich willkommen zurück hier bei NickFreiZock Bus Simulator 16. Wir müssen eine Fahrt machen und zwar die Südtiroler Straße nach Meißenstraße oder so irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist die Linie, die müssen wir einmal fahren, dann können wir wieder einen Mitarbeiter zuweisen. Haben wir hier schon einen zugewiesen? Sehr schön, haben wir schon. Okay, dann können wir fahren. Ich drücke auf Fahren und dann wird parallel, glaube ich, auch der andere gefahren. Und dann klappt das schon. So, welchen Bus nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen den ein bisschen moderneren und wir machen einen Schnellstart. Mal gucken, wo der dann anfängt. Auch gespannt bin ich auf die neuen Ladezeiten. Gab es nämlich jetzt vor kurzem wieder ein Patch. Das soll jetzt alles noch schneller gehen. Außerdem hat man die Grafiken ein bisschen optimiert. Und das soll auch zu flüssigerem Spiel führen. Ich bin mal gespannt. Wird fleißig gearbeitet. Vom Bus-Simulator. Und ja, und die Scheibenwischer laufen. Die können wir eigentlich mal ausmachen. Weil auf der Windschutzscheibe landet sowieso kein Wasser. Und hinter mir hupt's schon. Ja, nur die Ruhe, Freunde. So, oh, super. Ich habe kein Force Feedback. Wo ist das denn abgeblieben? Aber die Lenkung funktioniert, hoffe ich doch, ne? Wo muss ich ab? Hier muss ich ab. So, da ist grün. Madame rennt. So, hier müssen wir rum. Ist sogar ein bisschen angenehmer, ohne Berge von Force Feedback zu bewältigen. So, sind wir hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe immer noch irgendwie einen Eindruck, ich habe hier ein Spiel vorliegen, was geschlagene 10 oder 15 FPS hat. So, kommen Sie mal rein, meine Damen und Herren. Ach ja, komm, muss da noch Ticket kaufen. Hat auch einer geschrieben, ich wäre ein ziemlich mürriger Busfahrer. Wäre kein Job für mich, gebe ich offen zu. Ich bin da zu unfreundlich für. So, 2, 4, 5, komm, da, Ticket, ab, weiter, danke. So, sonst belästigt mich hier keiner, dann darf ich weiter Bus fahren. Mal gucken, ob da einer in der Tür steht. Gibt ja so Blindfische. Da rennt jemand, will die noch zu uns? Mann, irritier mich doch nicht, wenn du joggen willst, dann jogg, aber doch nicht an meinem Bus vorbei. Das ist ja ein Drama. So, kostet uns doch nur Zeit, so ein Blödsinn. So, Blinker wieder weg und dann geht's weiter hier auf der Tour. Da müssen wir abbiegen. Jetzt ist die Ampel auch noch rot. Hm, meine Güte. Nächster Halt. Tag der roten Ampeln. Tag der roten Ampeln. Irgendwie alles sehr langsam unterwegs hier in der Stadt. Ich bin da echt manchmal so am Grübeln, ob das wirklich die Originalgeschwindigkeit ist oder ob das irgendwie gefühlt 15 Frames sind. Aber gut, ich will da jetzt nicht so... Ich spiele ja auf Ultra mittlerweile. Da sieht es dann so aus. Hust. Macht es einen großen Unterschied zum Mittel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde das demnächst nochmal testen. Ja, uns rennt die Zeit weg. Wir müssen in 5 Sekunden am Ziel sein. Wir kommen zu spät. Oh, und wieder ein Bürgersteig hinten mitgenommen. Ich muss weiter ausholen. Das muss ich mir mal angewöhnen. Ja, und jetzt sind wir zu spät. Sind zu spät dran. So, Tacho wird verdeckt durchs Lenkrad, weil wir müssen hier auch lenken. Weiß ich leider nicht, wie schnell 30 ist. Von 35.
So, vorne ist die Bushaltestelle. Wir kommen 20 Sekunden zu spät. Wenn da jetzt noch einer ein Ticket kaufen will, kriege ich Plack. So, schnell absenken. Schnell Türen auf. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Machen wir hin hier. Was dauert denn da so lang? Eine normale Fahrkarte. Es war mir so klar, dass wieder einer ein Ticket kaufen muss. Einmal normale Fahrkarte. 2,20. Gibt nur 5-Euro-Scheine, wie es aussieht hier im Spiel. So. Das ist ein Ding. Abdampfen. Hopp. Zack, zack, zack. Dass wir vorankommen. Wir haben Zeitdruck. Gehen alle Türen zu. Es gehen alle Türen zu. Ja, 28 Sekunden Zeit jetzt zur nächsten Haltestelle. Alter, was haben die denn hier für Zeitrechnung? Da muss ich leider ein bisschen draufhalten. Da wird es mit 30 fahren, das wird nichts. Nächster Halt. St. Martinstraße, Westen. Ja, die Leute lachen, die haben gut lachen. Denen rennt auch nicht die Zeit weg. Mir schon. Und schon wieder eine rote Ampel. Meine Güte. Da, die wird grün, die wird grün, die wird grün. Sehr nice. Oh. Fahr mal vor bis nach vorne hier an der Ampel, wenn da ein Bus um die Ecke kommt. Würde ich auch machen. Ich habe ja keine Angst, dass mir einer reinfährt. Und vor Verletzungen auch nicht. So, zwei. Aha. Haben wir geschafft, pünktlich zu sein. Das wäre ultra cool. So, wir eilen uns. Deshalb wird das Ganze ein bisschen hektisch. Ich habe es irgendwie geschafft. Ein Wahnsinn. Schnell rein, schnell raus. Zu spät fährt im Hintergrund. Komm, durchgehen, durchgehen, durchgehen. Nein! So, Einzelfahrkarte. Normal. 2,20. Natürlich gibt es wieder einen Fünfer. Wo ist die Falschgelddruckerei, die ganzen Fünfer rausgibt? Danke. Können Sie mir das sagen? Hol ich mir auch mal einen Stapel? Nee. Wenn noch einmal einer meiner Kunden lieber zu mir sagt, kriege ich zu viel. Ich bin nicht Ihr Lieber, ich bin Ihr Busfahrer. So, weiter geht's. Also irgendwie ist der Blickwinkel, der ist scheiße. Und die Ampel ist wieder rot. Nächster Halt. Rosengasse. Du hast grün, Fußgänger. Lauf. Hm. 30 Sekunden haben wir Zeit, um die Kurve zu kommen zur nächsten Bushaltestelle und wieder rote Ampeln. So, der geht schon mal bei Rot los. Das ist aber sehr gut, weil wir haben hier durchaus die Chance. So, weit genug rausgeholt, dass wir nicht über den Bürgersteig rattern. Ohne Force Feedback lässt sich was besser fahren wie mit Force Feedback. Aber mal geht's nicht. Ja, das ist auch so ein Phänomen, was ich fast nur hier habe. So, bumm, da stehen wir. War falsche Reihenfolge, aber irgendwie die Maus, die will auch gerade nicht. Die will nicht dahin, wo ich hin will. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt. Normale Einzelfahrt. Danke. Wie? Kein Fünfer? Muss das jetzt ein Zehner sein? Wie soll ich denn das rausgeben? Ja, 2,80, 1, 2. So. Danke. Einen schönen Tag. So, ich glaube, es sind alle drin. Wenn nicht, Pech gehabt. Ich muss weiter. Wir haben Zeitdruck.
Hinter uns ist schon voll der Stau. Yippie, ich bin Erster im Stau. So, wie war das? Wir können hier theoretisch auch geradeaus nächste durchfahren. Halt. Och nö. Goethestraße West. Zebrastreifen. Mann, latsch über den Zebrastreifen drüber. Gibt's ja nicht. Stehen die da 3 Stunden? Steh schon lang. So, hier dürfen wir ja lang fahren, also fahren wir auch hier lang. Ich hoffe, hier darf man 50 fahren und nicht nur 30, weil ich lass gerade stehen. Ja, hier darf man 50 fahren, sehr schön. Dann beschwert sich auch keiner von meinen Mitfahrern. Es ist nämlich viel einfacher, wie durch die ganzen städtischen Biegungen da zu fahren. Beschwerde wegen Raserei? Wieso hier ist 50? Ich fahre doch nur 50. Alter, was soll denn das hier? Lass mich raten, ich bin 51 gefahren. Irgend sowas war es wieder. Die sind so knickerig hier, die Fahrgäste. Das Licht geht auch komisch an. Das ist gar nicht so, wie Licht angeht. So, Haltestelle. Wir halten. Oh, wir haben diesmal gut Zeit. Goethestraße West. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir auch Tickets verkaufen. So, dann schafft euch mal raus da, dass die anderen reinkommen. Ich brauche eine Fahrkarte. Was brauchst du denn? Senior, eine Woche. Was hast du denn? 30, das trifft sich gut. Da gibt es 4 zurück. Ich danke schön. Vielen Dank. Ich auch. Das Abendessen ist wieder bezahlt. So. Keiner mehr draußen. Dann wird es Zeit, weiterzufahren. Ich glaube, ich habe falsche Abläufe. Was Absenken und Anheben und so angeht. Der könnte schon 3-mal drüber gelatscht sein. Auf was wartet der denn hier? Dass er mir vom Busch springen kann oder was? Dass ich eine Strafe krieg? Nächster Halt. Lauf! Straße. Unglaublich. So, muss ich überhaupt geradeaus? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Wie würdest du mich einschätzen, wenn ich in der Vorstadt bin? Ich würde dich bestimmt noch mögen, aber ich würde kaum bei dir. Hä? Was sind das für Gespräche hinter mir? Schon gut. Vergiss es. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht 51 fahren. Das ist nämlich Raserei und wird bestraft. Wir müssen gucken, dass wir unter 50 bleiben. Du wartest. Da mache ich jetzt keine Vollbremsung. Weil bis du loslatschst, bin ich eingeschlafen. Aber wir haben voll die Zeit gut gemacht hier. Das ist unglaublich. Bom. Das war Vollbremsung mit der Haltestellebremse. Schlechte Halteposition. Jetzt meckern die auch noch deshalb. Heider da ist. Na, ich stehe zu weit hinten. Ich sehe es schon. Habe ich nicht aufgepasst? Habe ich zu schnell die Bremse reingeschmissen? Hat das was mit richtigem Busverkehr zu tun, was wir hier machen? Ich glaube nicht. Die kommen permanent zu spät, oder? Die parken auch nicht immer in den vorgezeichneten Flächen. Soweit ich weiß. Ich habe das durchaus schon mal gesehen, dass so eine Haltestelle auf der Straße ist. Dann wird vorne eine Ampel rot, dann parken die Autos da und dann machen die auch mal so 2-3 Meter vor der eigentlichen Bushaltestelle die Türen auf und lassen die Leute raus und einsteigen.
So, wir müssen langsamer fahren, sonst gibt es Stress wegen Raserei. Heieiei. Stressiger Alltag eines Busfahrers, würde ich mal behaupten. So, diesmal müssen wir volle Kanne hier reinkommen. Wenn ich Pech habe, stehen wir jetzt zu weit vorne. Goethestraße Ost. Nee, wir haben die perfekte Halteposition. Das ist sehr schön. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Zwei Fahrkarten bitte. Zweimal sind ja Einzelfahrt. 280. 35. Danke, tschüss. Hey, wie geht's dir? Das ist meine neue Nummer. Du speicherst sie besser in deinen Kontakten. Ist gut. Wir unterhalten uns später. So, ich glaube, das war's. Mehr wollen nicht mit. Ich bin voll der Busfahrer-Profi. Ihr mag das schon. Ich habe keine Ahnung. Und ich heiz wie ein Rennfahrer. Ohne Witz. Ich würde die ganze Zeit Vollgas geben, bis der Bus aus der Kurve fliegt. Ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Aber hier ist nur 30. Müssen wir versuchen, die 30 zu halten. Meisenstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ja. Endstation. In Reichweite. Ne, ich glaube, beim nächsten Mal stelle ich die Grafik wieder ein bisschen runter. Das kommt mir irgendwie immer noch so ein bisschen Slow-Mo vor. Muss mal gucken, woran das liegt. Das nächste Mal haben wir bestimmt auch wieder ein Force Feedback, was total krank ist. Au! Wieder ins Mikro geboxt. Wieso boxe ich denn ins Mikro? Das sind noch normale Lenkbewegungen, die ich auch im American Truck Simulator so mache. Da greife ich auch nicht ins Mikro. So, man muss immer aufpassen, dass man hier bei diesen gekoppelten Pedalen, weil irgendwie kriege ich die nicht entkoppelt, dass man da nicht so hart auf der Bremse steht, sonst fährt der Bus rückwärts. Das gibt mir so ein bisschen Schwierigkeiten, was das Fahren angeht. Ne, da steht keiner. Ich hoffe, das bleibt so, dass da keiner steht. Wir wollen ja niemand überfahren, weil wir beim Bürgersteig räubern und dort einer so steht, dass wir ihm die Füße abfahren. Ja, jetzt wird's ulkig. So, das passt, das passt. Da ist frei. Dann fahren wir mal über die Ampel. So, irgendwie haben wir es geschafft rumzukommen. Und wir sind zu spät. Das ist übrigens Endstation. Da steht trotzdem Passagier. Wundert mich. So, wir senken ab. Wir machen es noch einmal richtig. Perfektes Timing. Sehr nice. Jo, Endstation. Aussteigen bitte. So, wir gucken nochmal. Bus ist leer. Oh, von hinten kommen Autos. Ich sollte auf meinen Platz gehen. Wird schon gehupt. Nur die Ruhe und dann beenden wir hier das Ganze. Tour gefahren. Da haben wir wieder eine Tour gefahren und das ist doch mal gar nicht so schlecht. Wie du gewachsen bist. In den Nachrichten hieß es, du hast dich so geschickt angestellt, dass die Stadtverwaltung dir jetzt Zugang zum Wohnbezirk gibt. Wahnsinn! Wenn du so weitermachst, erhältst du bald Zugang zum modernen Bezirk. Da gibt es viele Grünflächen. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Du musst ein Busliniennetzwerk in den Vorstadt- und Wohnbezirken aufbauen, damit die Öffentlichkeit zufrieden bleibt. Okay. Also so mies waren wir gar nicht unterwegs.
Ihr habt es eben in der Rangliste gesehen. Das ist leider das Kumulierte und die Cheater haben sie wohl auch rausgeschmissen. Aber 300.000 haben schon so die Top-Leute. Die den ganzen Tag nichts anderes machen wie Bus fahren. Ich gebe zu, das bin ich nicht. Ich fahre nicht den ganzen Tag Bus. Ich fahre nur noch hier. Gut, dann brauchen wir noch einen Mitarbeiter. Wo haben wir denn? Bewerbungen. Lehrling. So, jetzt gehen uns auch die Busse aus. Da ist ein Bus unterwegs, hier ist ein Bus unterwegs. Ja, haben wir ein Problem. Wir brauchen einen weiteren Bus. Besitzen Sie eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Bezirk und befahren Sie mindestens einmal. Das heißt, wir müssen jetzt eine neue Route machen, die so 2-2-2-2 macht. Oha. Ansehensstufe 7 erreichen. Besitzen Sie mindestens 3 verschiedene Strecken, die du und deine Fahrer in den letzten Wochen befahren haben. Und sorge dafür, dass alle verfügbaren Bushaltestellen von dir oder deinem Fahrer letztes Mal abgefahren werden. Ja, da sorgen wir ja dafür. Aber wir brauchen einen Bus, sonst geht es nicht auf. Und deshalb kaufen wir einen Bus und ich bin gerade am Überlegen, welchen. Und ich würde sagen, wir kaufen hier den großen. Oder kriegen wir das? Das kriegen wir hin. Wenn wir 90.000 rechnen, 40, 100, 150.000 bleiben da locker übrig. Da können wir 2 Busse kaufen. Wenn wir jeweils einen davon kaufen. Aber ich hätte gern nochmal so ein B41R oder so irgendwas für mich selbst. Ja, jetzt haben wir 2 davon. Wir brauchen die. Wir brauchen die dringend. Ja, das ist einfach so, weil es kann immer nur ein Bus mit einem Fahrer auf einer Strecke fahren. So, besitze eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Gebiet. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter, glaube ich. Lass mal das hier da noch was sehen. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wie ich das geschickterweise mache. Von hier nach da, nach da, nach da. Das sind 4 Stationen mit 2 in jedem Bezirk. Und dann fahren wir noch durch bis hier, weil die kriegen wir auf der anderen Strecke vermutlich nicht unter, wenn wir dann später nochmal eine Strecke bauen. Und vor allem, die sind verknüpft. Ja, da können Leute umsteigen. Das heißt, die rote Linie, die endet hier. Und die rote Linie schneidet aber auch Strecken der lila Linie. Und die lila Linie wiederum, die schneidet die grüne Linie. Also können wir umsteigen. Das hat ja auch einen Vorteil. Hier unten haben wir alles abgedeckt. Da oben sind wir jetzt praktisch dabei. Also das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal rein, haben 5 Haltestellen. Das ist schon mal nice. Würde ich schon mal so speichern. Und jetzt sagt er natürlich, wir sollen die wieder fahren. Die fahren wir auch. Allerdings erst wieder beim nächsten Mal. Und da müssen wir vermutlich irgendwann nochmal eine Linie erstellen. Und dann erstellen wir praktisch hier die Linie. Hier so runter und dann einmal hier hoch oder einmal hier runter. Und dann schneidet sich das auch wieder mit einer Linie. Also ich hoffe, ihr könnt folgen. Oder wir können es auch hier hoch. Ja? Und gibt es dann noch weitere Aufgaben, weil wir haben dann ja neue Gebiete dazu und dann müssen wir eh größere Linien planen. Vielleicht müssen wir das alles nochmal auf den Kopf stellen, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, jedenfalls haben wir erstmal hier eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Bezirk und die müssen wir einmal befahren. Dabei Stufe 7 erreichen, dann sollen die anderen den anderen Kram befahren, das kriegen wir hin und sorge dafür, dass Bushaltestellen von dir und deinen Fahrern in der letzten Woche angefahren wurden, das kriegen wir auch hin. Ah ne, alle verfügbaren Bushaltestellen. Das kriegen wir nicht hin. Wir müssen noch einen Bus kaufen. Ja, weil die wurden ja nicht angefahren.
Puh, da müssen wir... Oder wir müssen hier eine lange... Ich will es bearbeiten. Oder wir müssen hier eine lange Tour machen. Dann kriegen wir sie alle angefahren. Oi, oi. Das macht mir jetzt gerade Kopfzerbrechen, wie ich das am geschicktesten mache. Ich würde gerne die Mission erfüllen. Aber ich sehe hier durchaus das ein oder andere Problemchen auftauchen. Ich meine, gut, so kriegen wir alles abgedeckt. Fahren hier schön einmal durch diesen Bereich hier, durch den Residential District. Aber, das ist schon hardcore. 9 Haltestellen. Das gibt eine lange Fahrt. Das gibt eine wirklich lange Fahrt. So, was decken wir ab? Wir fahren alle Bushaltestellen an, selbst und mit den anderen Fahrern. Wir haben mindestens 3 verschiedene Strecken, wo wir unsere Fahrer und uns selbst mit beschäftigen. Wir werden vermutlich die Stufe 7 damit trotzdem nicht erreichen. Besitzen Sie eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Bezirk, das schaffen wir. Also das ist mir ein bisschen lang, ich gebe es offen zu. Wir bauen das wieder um. Und wisst ihr warum? Weil wir es eh nicht in einem Durchgang schaffen. Wir müssen das eh zweimal fahren. So, das sind 5 Haltestellen, das muss reichen. Und dann machen wir die nächste Planung, die machen wir dann praktisch von hier nach da, nach da, nach da, nach da. Dann haben wir wieder 5 Haltestellen. Und da decken wir das eigentlich ganz gut mit ab. Denke ich persönlich zumindest. Weil kriegen wir es sogar hin, das später noch zu verknüpfen, damit das dann auch passt. Könnten wir machen von hier, also 1, 2, 3, 4, 5, ah ne, das kriegen wir nicht hin. Müssen wir zu weit außen rumfahren, das macht keinen Sinn. Na, aber irgendwie kriegen wir das hier noch geplant, dass wir irgendwann wirklich alles anfahren. Gut, ich bin aber jetzt hier erstmal raus. Ich hoffe, der mürrische Busfahrer von mir macht euch nicht zu viel Ärger. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich ab und zu mal so ein bisschen die Fahrgäste anpumpe, so nach dem Motto, wie macht man ihn? Ja, habt ihr nur große Scheine? Wo ist die Falschgelddruckerei für die ganzen Fünfer? Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Das ist einfach mein Stil. Und ja, so bin ich halt, wenn ich Busfahrer bin. Seid mir da nicht böse, ich bin deshalb in echt auch kein Busfahrer, mich würde das wahnsinnig machen. Ich bin aber jetzt erstmal raus, sag danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.